1732 erreicht die Bergmüllersche Werkstatt ein Großauftrag. 3 Altarblätter für die Schutzengelkirche in Eichstätt. Der Meister signiert sie allesamt. Aber seit den jüngsten Restaurierungsarbeiten sind sich die Experten sicher, dass nur dieses eine Bild des sterbenden Josef von Berg ist. Die anderen beiden schreiben sie jetzt aufgrund der völlig anderen Malweise Johann Holzer zu. Bergmüller hat seine Kompositionen alle sehr gut durchdacht und viele Skizzen und Vorbereitungen gemacht. Also die sind einige sehr schön gemalt, aber ziemlich gleichmäßig. Es gibt keine so starke Lichtschattenunterschiede, wie wir hier zum Beispiel am Bild von seinem Schüler sehen. Also wie er mit Licht und Schatten spielt. Er setzt ganz klare Farbakzente und Lichtakzente und die Falten wirken fast monumental, wie eine Skulptur. Zum Beispiel an der Figur von Maria Magdalena, da sind wunderschöne Details, wie er die Lichtakzente setzt. Zum Beispiel an ihrem Gesicht, wie ein paar schöne Pinselstriche sind. Also solche wunderschönen Details finden wir zum Beispiel bei Bergmüller nicht. Die über 4 Meter hohen Holzerbilder können im Atelier nicht aufgestellt werden. Transport nach Eichstätt. Hingebungsvoll sorgen sich die trauernden Frauen um Christus im Moment des Todes, den der Maler in einer dramatischen Lichtstimmung einfängt. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Bild, wo der Künstler die Maria als Himmelskönigin oder die Patronin von den Engeln dargestellt hat. Der Künstler hat die Position ganz eigenartig interpretiert und hat viele Figuren und Engeln sehr interessant und ungewöhnlich dargestellt. Er hat fast so wie moderne Maler à la prima gemalt. Also das heißt, gar nichts war vorbereitet. Es war wirklich eine expressive, emotionale Geschichte. Holzer wird gerühmt für seine Erfindungsgabe. Ein Inventor wollte jeder herausragende König der Barockzeit sein, keinesfalls ein Kopist.